Beim Siemens Nixdorf FD202 handelt es sich um eine interessante Gerätschaft. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein kleiner Röhrenfernseher. Doch die Laufwerke darunter und die Anschlüsse dahinter deuten auf einen PC hin. Mit diesem Gerät kann man sowohl fernsehen als auch arbeiten. Ich habe solch eine Gerätschaft für gerade mal 1 Euro ergattern können, allerdings kam es beschädigt an. So erhielt ich das Gerät mit einigen Löchern, beschädigten Plastikteilen und eingedrückten Lautsprechern. Auch die TV-Einheit hat was abbekommen. Der Fernseher geht zwar an, zeigt aber kein Bild. Über Cinch, Composite und SCART können Videogeräte an den Fernseher angeschlossen werden. Eine Besonderheit ist dabei sogar das VGA-Kabel, welches man mit der PC-Einheit verbinden kann. Der PC hat die üblichen 90er-Anschlüsse anzubieten. Vom Vorbesitzer wurden noch ein paar Extras wie eine Modem oder eine Ethernet-Karte eingebaut. Aufgrund der Beschädigung kann ich euch nicht viel vom FD202 erzählen. Dafür können wir uns allerdings mal das auf der Festplatte eingerichtete Windows 95 anschauen, was der Vorbesitzer noch so hinterlassen hat, wie man es zuletzt vorgefunden hat. Wir fahren mal eben den Rechner hoch mit Pentium 75 Prozessor. Und mit Beep-Geräuschen. Windows 95 wird gestartet. So, ich nehme ein bisschen mit der Webcam auf, deshalb müsste ich vielleicht ein bisschen was an den Farbanpassungen live machen, sodass man auch zum Beispiel viel besser was sehen kann. Ja, das Originalbetriebssystem wurde noch auf der Festplatte belassen, wo ich mir halt so gedacht hätte, ja, da ist keine Festplatte drin, müsste man noch eine einbauen, aber da war noch eine drin, nämlich die Originalplatte von dem Rechner. Und da ist ja auch allerhand installiert, hat man auch gerade gesehen, Freecom-Treiber, obwohl das Ding eigentlich ein Laufwerk drin hat. Wobei man erwähnen muss, das Laufwerk klemmt. Das muss ich mal nebenbei erwähnen. Genau. Das Windows 95, was da drauf ist, ist sogar die Urversion. Das kann ich euch später zeigen. Und das, ja, ihr merkt es ja schon, das Ding wurde schon ordentlich gefüllt, weshalb die Ladezeiten ein bisschen länger sind. Aber wir haben ja Geduld. Auf jeden Fall. So, und ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum filmst du einen Monitor ab? Das kann ich euch erzählen. Das Ding hat einen ganz eigenartigen VGA-Anschluss. Es gibt ja welche, da sind komplette Pins dran, also sind alle Pins dran. Es gibt auch welche, da fehlen die Pins. Und das Ding ist wirklich so eins, wo man so ein VGA-Kabel mit fehlenden Pins anschließen muss. Und so eins habe ich leider nicht zur Hand. Leider Gottes. So, wir sind beim Login-Bildschirm. Netzwerk-Kennwort, wie wir eingegeben haben, obwohl wir kein Netzwerkkabel eingesteckt haben. Da würde ich aber einfach mal sagen, wir loggen uns mal ein. Und ihr seht ja auch kein Flimmern, das ist schließlich an einen TFT-Monitor angeschlossen. Denn ich muss auch lustigerweise sagen, mein einziger CRT-Monitor, der mit VGA-Anschluss ist, der hat auch alle Pins dran und nur der IBM-Monitor, an dem er gerade angeschlossen ist, nur da fehlen ein paar Pins. Ja, so viel dazu. Ja, das ist das Betriebssystem hier. So sieht das Ganze hier aus. Arbeitsplatz WinZip. Word 97, Exe 7.0, Explorer, Posteingang, Aktenkoffer, was hier alles drauf ist. Rain Optimo sagt mir überhaupt nichts. QBasic ist ja drauf, kann man ein bisschen programmieren. Calculator, Paintbrush, GraphicWorks, Light, Floorplan 3D und Klima. Ich glaube, das ist das Programm, was wir uns mal angucken werden. Klimadiagramme 2.0. Wer weiß, was der Vorbesitzer da so für Berechnungen durchgeführt hat. Okay. Das sieht äußerst interessant aus. So interessante Berechnungen hier. Klimadiagramm. Ach so, die man aus dem Geografieunterricht kennt. Oder Erdkunde, wie man es auch immer nennt. Kann man hier noch scrollen? Leipzig, habe ich ja gerade gesehen. Ein Klimadiagramm von Leipzig. Kann man das ja einsehen? Doppelt draufklicken. Ah, okay. Ja, aber hier schon ein bisschen wärmer hier im Juni. Ah, tatsächlich im Juni. Ah nee, das ist die Regenkurve, oder? Ich glaube, das war die Regenkurve. Kontinent Europa, geografische Breite, geografische Länge. Ach, das war immer furchtbar. Höhe über dem Meeresspiegel 146 Meter. Wie sieht denn das zum Beispiel bei einer Stadt wie
haben wir denn hier überhaupt eine bekannte Stadt? Das ist die einzige deutsche Stadt, die ich hier gerade erkennen kann. Dresden haben wir hier noch. Oder Klotsche. 222 Meter, das ist ein bisschen höher, okay. Humides Klima, das ist ein tolles Wort, humide. Rucken ein klein wenig. Von wann ist denn das Programm überhaupt? Gucken wir mal. Geht das überhaupt? Inhalt? Na, hier steht nirgends ein Ja. Upsi. Wollen Sie das Programm wirklich verlassen? Jo, wollen wir. Im Hintergrund ist ein Dispatcher installiert. Oder führt geradeaus ein Dispatcher. Floorplan 3D. Mal gucken, was das hier ist. Ach, da kann man wohl solche Räumlichkeiten planen hier. Ah, verstehe. Teppichboden kann man ja ausrollen lassen. So richtig unförmigen Teppich. Telefonkabel. Ja, die müssen natürlich auch verlegt werden. Da hast du so einen schönen kleinen Raumplaner. Interessant. Von wann ist das? 93. Meine Güte, das Ding ist ganz schön alt. Boden, Treppe, Treppe, Geländer, Tür, Fenster. Kannst du hier alles einbauen. Ich möchte gerne doppelte Fenster in meiner Bude drin haben. Warum geht das nicht? Oh. Wir können es natürlich auch in 3D darstellen lassen. Glaube ich. Naja. Ach da, ja, so mache ich auch immer meine Fenster rein in die neue Wohnung. Genau. Na, wollen wir nicht speichern. Graphic Works Light. Mal gucken, was das hier ist. Ein künstlerisches Werk. Ich denke mal, das ist ein Bildbearbeitungsprogramm. Das wollen wir natürlich auch mal maximieren. Ah, ja. Kannst du schöne Kreise malen. Halbkreis geht natürlich auch. Eine Linie kann man hier zeichnen. Sehr interessant. Winkel kann man hier machen. Sehr, sehr schön. So, wie kann ich das beenden? Kann ich das so nicht beenden? So, ja, okay. Genau, jetzt hat das beendet. Acrobat Reader dürfte, viele kennen das, ist ja ein PDF-Reader, WinZip, sollte auch jedem bekannt sein. Ist ja ein schönes Komprimierungsprogramm. Was hat er denn hier drauf? Ist das eine, ist auch eine unvollständig registrierte Version, sogar eine englische. Paintbrush dürfte jeder kennen, das ist ja das Paint-Programm von Windows. Ein bisschen anders gestaltet. Man kann hier schön rummalen, zack, 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 zack. Geht alles sehr schön. Aber natürlich nicht speichern, die Änderungen. QBasic dürften auch einige kennen. Da schaltet er im DOS-Modus um. Ja, was kann man denn da machen? Print, hallo Welt. Wenn man das ausführt, zeigt er hallo Welt. Ein paar Programmierbefehle kann ich ja auch noch. Ne, neues wollte ich nicht machen, ich wollte beenden. Genau. So, das geht ja wenigstens sehr schön hier. QBasic. Rain Optimo. Ja, ich möchte gerne den Regen optimieren. Ich möchte auf jeden Fall sehr, sehr viel Regen im, nicht im Regen, im Sommer haben. Solartechnik, Regenwassernutzung. Ja, okay, 4.5.2016, das ist, glaube ich, das voreingestellte Datum in BIOS. Also er konnte sich die Uhrzeit nicht so richtig merken, deshalb ist da unten auch die Uhrzeit 5.56 Uhr. Darmstadt. Was haben wir denn hier so für Daten? 78 mm Jahresniederschlag in Köln, 586, die haben nicht so viel. Augsburg 816, das ist schon ein bisschen viel. 591 in Berlin. 989 in Freiburg, meine Güte. Mehrfamilienhäuser, Schulen, Ertrag, was haben wir denn da? Da kann man so Berechnungen erstellen, so wie das hier aussieht. Kosten sogar in D-Mark, natürlich. Wann ist das? 1997, natürlich. Rain Optimo 5.0, also es sieht vor allen Dingen aus wie ein 16-Bit-Programm. Okay, haben wir uns das auch mal angesehen. Ja, 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 ja. Okay, gucken wir uns mal an, was hier so alles drin ist. Kupitz Online. Was könnte sich denn dahinter verbergen? Kupitz Online. Ach, da brauchen wir ein Passwort. Ja, schade. Da kommen wir leider nicht rein.
Office-Dokument. Natürlich ist ja auch im Microsoft Office installiert. Was haben wir denn hier alles? Accessoires, System-Tools, Update-Information-Tool, Adobe. Ja, ein Photoshop drauf. Da können wir ein paar lustige Bilder machen. Ach so, den Link gibt's gar nicht. Schade aber auch. Adobe Acrobat Reader ist drauf. Anwendungen Floorplan Plus, Bertelsmann Universal Lexikon, Quicken, Multi-CD-Player, Microsoft Index-Erstellung, Fritzcard. Ja, da ist auch eine Fritzcard installiert. Copies Online haben wir uns vorhin angeguckt. Deskware, Desktune, Flight Planner. Da ist nichts drin. Hauptgruppe, ach so, die Programme. Ja, hier wurde auch mal ein Drucker angeschlossen, so wie das aussieht. Mehrere Drucker sogar. Klima, Kommunikation. Haben wir auch ein paar Programme. 1 und 1 sogar. Microsoft Works. Ach, kennt irgendjemand von euch noch Microsoft Works? Wenn man zum Beispiel nicht so wirklich reich war und sich Office überhaupt nicht leisten konnte, weil das damals über 1000 Mark gekostet hat, hat man dann stattdessen zu Microsoft Works gegriffen. Das hat ja auch... Hat auch nicht das alles gemacht, was man da bei Word machen konnte, aber immerhin ein bisschen was konnte man machen. Das ist sogar die Version für Windows 95, sieht man ja auch hier oben. So andere Schriftart in der Titelleiste, das ist glaube ich auch das einzige Programm, wo ich sowas jemals mal gesehen habe. Kann man zum Beispiel einen Lebenslauf erstellen, das ist ja interessant. Ja, schreiben wir mal unseren Lebenslauf hier in Works. Von 1900 bis 1900. Ja, kann ich glaube ich schlecht schreiben, weil im 20. Jahrhundert habe ich noch nicht sehr viel, sagen wir mal, Schulisches machen können, weil, ja, weil es doch noch nicht viel gab. Auf jeden Fall ist Works so ein bisschen umfangreicher. Da gibt es ja nicht nur eine Textverarbeitung, sondern auch Tabellenkalkulation und sowas, nur ein bisschen eingeschränkter. Der Netscape Communicator, habe ich ja letztens ja schon mal was gemacht dazu, aber der hat nicht den Browser installiert, so wie das aussieht. Der hat einen Composer und den Messenger. Die sind vor allen Dingen nicht mal installiert. Fehlerhaft. Wo ich da so einige Sachen anhören musste, wie, ja, ist ein bisschen unschlüssig, was ich da gesagt habe, dass das Ding allgemein scheiße sein soll. Tja. Naja, QuickTime 3.0 ist hier installiert, Movie Player 32-Bit, Rain Optimo Recording Session, aha. Siemens Nixdorf, das sind, glaube ich, die Treiber für das Teil, kann das sein? Duplikat von QuickLock, aha. Was ist das? SWOF, Home Office. Was ist das denn? Das sieht ja geil aus. Schick, schick, schick. So eine schöne 3D-Oberfläche. Was ist denn das eigentlich für ein... Ist auch irgendwie so ein Teil, was man sich da irgendwie... Ich glaube, das soll ein alternativer Desktop sein. Digital-TV nicht gefunden. Audio-Mixer. Haben wir hier ein. Das sieht aber fast so aus, als wäre das bei dem Siemens Nixdorf dabei gewesen, habe ich so das Gefühl. T-Online, Wave Studio, hier sind ein paar Verknüpfungen angelegt. MIDI Session. Ja, leider nicht gefunden. Die Uhrzeit wird hier angezeigt. Das aktuelle Datum. Was für ein wunderschöner Spruch hier als Bildschirmschoner eingestellt wurde. Homeoffice verlassen, ja. Tja, so Homeoffice ist ja auch schon ganz interessant. Ja, was haben wir denn noch? Teles Online Power Pack haben wir denn hier. Haben wir auch sehr viele Programme hier. Fax, Fix, Intrastar, das ist ja auch, glaube ich, das, was das Teil am Anfang gestartet hat. Video AVI Converter, Capture, Digital TV ist ja auch drauf. Also bestimmt war das mal drauf. Watership Down. Das Lustige ist jetzt allerdings, warum ist der Menüeintrag da drüben? Ich denke mal, wenn ich jetzt da drauf kommen möchte, ist sehr schwierig. Komplettlösung. Oh, ich glaube, der hat das Spiel runtergehauen, aber der Menüeintrag wurde noch gar nicht entfernt. Auch sehr, sehr doof.
WinCat 2.3, auch was Interessantes. Weatherlink gar nicht drin. WinZip ist immerhin drauf und Xing Media Player, also MPEG Player. Der scheint aber auch entfernt gewesen zu sein. Was haben wir denn noch? Microsoft Word und Excel. Ja, da kam er jetzt mit den Texten nicht wirklich hinterher. Aber Word sollte jeder kennen. Ist ein ganz vernünftiges Programm, was aber nicht so rund auf der Kiste laufen möchte. Sehr, sehr eigenartig. So, was wir uns natürlich auch mal angucken werden, ist die Sachen auf dem Explorer. Das Ding ist nämlich in mehrere Partitions eingeteilt. Und da könnt ihr mal sehen, was hier so alles drauf ist. Da haben wir Programme, System, Nutz und Daten und dann noch Host CFG. Haben wir zumindest ein paar Dateien drauf. Vor allen Dingen D ist sehr interessant. Das sind nur 5 Megabyte, das ist äußerst interessant. Programme haben wir hier überall drauf, also eine ganz komische Aufteilung. NetObjects Fusion kommt mir irgendwo bekannt vor. Und dann guckt euch mal die Erstelldaten an. 2000, 97, 95, 96. Ich glaube, der feine Herr hat bis 2001 mit der Kiste gearbeitet und hat die irgendwann ausgetauscht oder bis 2002, je nachdem. Dann war irgendwann ein neueres System da notwendig. So, die ganzen Dokumente, die will ich jetzt einfach mal aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zeigen. E ist das Laufwerk. Ja, will ich alles mal nicht zeigen. Annika, Anne, was haben wir denn hier alles drauf? Was sieht aus wie Bilder? 3.7.99. Bisschen alt. Klima haben wir hier drauf, Nutz, Amt, Haus, soll man natürlich alles nicht hier angucken, datenschutzrechtliche Gründe und sowas. Und natürlich der Host hier, ja. Ein paar interessante Daten noch drauf, die ich aber natürlich nicht genauer einsehen werde, weil, ja, ihr habt es ja schon gehört, datenschutzrechtliche Gründe. Ansonsten, was wir uns aber auch nochmal angucken könnten, wäre die Systemsteuerung. Bauen natürlich ein bisschen. Ja. Freecom, Format LS120. Ach, diese Superdisk-Dinger. 120. Die konnten 120 Megabyte speichern, sahen aus wie futuristische Disketten. Ohne Scheiß, das war ein geiles Teil. Hätte ich auch sehr gerne. Genau, da haben wir die Systeminformationen, seht ihr hier, Windows 95 in der Ur-Version mit Microsoft Plus für Windows 95. 72 MB Arbeitsspeicher und ein Pentium-Prozessor. Ansonsten, der hat keine PS2-Maus erkannt, ist auch logisch, ich habe eine über den Seriell-Port angeschlossen. Ansonsten, ISDN-Karten hat er erkannt, okay. Ah, für AVM-Fritz-Card, ach so. Tastatur, Systemkomponenten, Modem hat auch 4 erkannt. Generic IDE Disk Type 40. Eine Zeng Labs ET4000 W32 ist da eingebaut. Aha. Doch, von der Grafikkarte habe ich schon mal gehört. Die wollte ich eigentlich sogar mal einzeln als ISA-Karte kaufen für den 486er. Und hier ist die sogar mal eingebaut. Natürlich intern. Mitsumi CD-ROM IA. Auch sehr schön. Oder Ausrufezeichen? Ah, ich glaube, das ist ein Ausrufezeichen. Genau, haben wir uns das mal alles angesehen. Was haben wir denn aktuell für eine Auflösung? Das würde mich mal interessieren. Was haben wir denn überhaupt für Bildschirmschoner drauf? Marque. Das war ja hier vorhin drauf. Today is the first day of the rest of your life. Personal Screensaver, Quick Lock Power Saver. Was ist das? Ach so, da springt einfach nur ein Symbol hin und her. Auch nicht schlecht. Xing MPEG spielt bestimmt Video ab. Ansonsten vom Plus-Paket ist nicht wirklich viel installiert. Anderes Theme ist hier installiert. Fensternight beim Ziehen der Maus anzeigen und so weiter und so fort.
800x600 haben hier eine Auflösung und 256 Farben. Alles klar, müsste ich mir dann mal merken, wenn ich irgendwann ein entsprechendes VGA-Kabel geholt habe und das Ding capturen könnte. Ja, musste ich halt den Bildschirm abfilmen, was ich eigentlich nicht vorhatte. Aber deshalb werden wir jetzt mal die Kiste herunterfahren. Dann steht natürlich, Computer wird heruntergefahren und das System ist wenigstens clever genug und kann sich selber von alleine abschalten. So, jetzt seht ihr nur noch schwarz, aber ich kann ja mal versuchen. Also selbst meine Hand sieht man nicht in der Kamera. Aber ich würde dann das mal sagen. Bis zum nächsten Video, euer Kipu. Tschüssi, hoffentlich dann auch ohne Erkältung.